Taxi fahren. Wir spielen zusammen. Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa. Wir zählen jetzt schon an, wenn wir hier eine Anmoderation machen. Cool. Voll professionell. Nein. Nein. Wir sind in Splinter Cell Blacklist, der Koop-Mission von Briggs. Was willst du mir sagen? Ich wollte den scheiß Namen wiederholen. Woron. Die Woron-Abteilung. Die alte Woron-Mission. Ja, also falls wir mal ein Kind haben sollten, werden wir ihn Woron nennen. Wir beide? Nein. Also jeder für sich, also ich meine... Ich habe ein Kind, das reicht schon. Das heißt aber nicht Woron. Das heißt nicht Woron und ich bin sehr froh darüber. Das solltest du ändern. Nein, auch nicht der Zweitname. Hallo Woron, komm her, hier ist ein Dolly. Wir müssten einen gemeinsamen Durchbruch machen, nicht was anderes gemeinsames. So. Lass uns bei dem Durchbruch. Aber Woron halt. Woron. Was stand da gerade? Gemeinsamer Durchbruch gelungen, fertig, aus. Brandgranate, Waffen, Mickey Maus, okay. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist ja gar nichts. Was sollen wir hier tun? Ausrüstung aufnehmen. Die Sicherheitszentrale ist in der Nähe. Ach ja. Du lässt die ganze Scheiße mal liegen hier. Guck mal den Scheiß an. Ja, aber nur in deinem Game hier. Da ist nichts. Da ist nichts. Da liegt da nicht alles rum. Das ist total. Halten um irgendwas. Ja, also ganz ehrlich, lieber Programmierer von Splinter Cell Blacklist, gebt euch mehr Mühe. Das ist ja ein Kurzer. Ihr habt das ja schon ganz gut gemacht, aber. Ach, den hast du schon markiert. Den mach ich dann mal. Oh Gott, hier ist ja richtig was los. Action! Hier ist eine Stimmung, du. Mach mal Lichter aus. Komm. Lichter aus? Nee, komm. Können wir mal versuchen, was für alles leise zu machen. Ja, ja, ja. Was kann er jetzt an leise nicht verstanden? Leise? Ach, hast du was von leise gesagt? Ja. Ich hatte gerade so ein Summen im Ohr. War das leise? Also wie die mich hier hinten sehen können, ist echt gut aus dem anderen Zimmer raus. Da rennt einer rum. Ja, hat sie gut gemacht. Alter, hat er mich erschrocken. Ja, das war doch easy. Fragen? Also bei den so schleicht man. Richtig. Ach was, bei den Briggs-Missionen ist es eigentlich völlig egal. Erstens stehen da nicht, wie viele Gegner man auch hat. Dann muss man nicht schleichen, weil es gibt keinen Abbruch. Und ganz ehrlich, die extra Punkte, die es dafür gibt, wir spielen hier nicht für Punkte. Wir spielen fürs Überleben. Kann man jemand die Kamera öffnen? So, ich aktiviere. Zwei ja. Dudes noch. Warum? Wie kannst du die übersehen? Indem ich sie einfach nicht angucke. Sprengladung an der Mauer? Könnte klappen. Versuch. Ey, wir sind ja nicht vorbeigelaufen. Der Weg ist zu, wir müssen den nächsten Weg nehmen. Was? Wie? Wer ist welcher Weg? Hey. Ja, der Weg hier, wo wir was aktivieren. Kriegst du überhaupt mit, was wir hier spielen? Das ist Splinter Cell's Blacklist und wir kommen nicht durch die Tür mit der roten Lampe. Idiot. Sagt der Richtige. Mach die Tür auf. So. Knickknack. Was steht da dran? Mauer, was? Mein Sprengstoff platzieren. Leute, beiseite, weg. Das Loch. Verhör. Scheiße, das macht man. Welcher ist Chersky, Sam? Grimmy, es sind zwei Kerle. Welcher ist Chersky? Jagt beide durch die Gesichtserkennung. Die Dicke von dieser Mauer, wir sehen so ein Brecher, ja? Geht klar. Und der ganze Raum muss mit Splittern durchsät sein. Quatsch, das ist Sprengstoff, der wirkt nur auf 20 cm. Hey, Facey. Selfie. Selfie! Okay. Kann ja auch eine hauen. Ja, was hauen ist immer gut. Wenn er einem was anbietet, immer machen. Fertig! Upload des Scans eingeleitet. Das ist nicht Chersky. Aber er kann reden. Was machen die denn da? Woher hat Woron die Third Echelon Aufklärungsdaten? Ich weiß von gar nichts. Apropos Piercing, die sind alle tätowiert. Wer hat hier Tattoos? Dein Leben hat keinen Wert für uns. Wenn du auch keine Ahnung oben. Verstanden? Ich? Ja, wirklich die auch. Da ist deine E-Mail. Nein. Der Woron aus dem Stelle. Yeah,
Also Briggs. Ey, was macht ihr denn da? Ah, leg ihn um! Wir haben dich gerade gefangen genommen, weil das du irgendwie tätowiert bist. So. Lass mich einfach abhauen. Jetzt kommst du. So ein Minigame oder was? Ah, erschieß ihn, Sam! Lass Papa mal machen. Ja. Lass den Papa mal machen. Sam, Lagebericht. Chersky und sein Spielgefährte sind tot. Das System ist hin. Du hast ja ganz tolle. Aber wir haben, was wir wollten. Dann ich hab immer die Lichter an. Vielleicht findest du was. Verstanden. Wir sehen uns im Flugzeug. Ich komme ja nicht. Nee. Nein. Nee. Aber Piercing haben wollen. So. Ja. Ich denke mal, das ist jetzt Ausbaustufe. So. Piercing kannst du wieder rausnehmen. Oh. Und dann. Ne? Ein Tattoo, ja. Und? Tattoo? Können wir das bemalen mal sein lassen? Wir sind fertig! Mission erfolgreich! Uhuhu. Weil das Ergebnis angucken, naja, 288.000 geht schon. Nein. Geht. Doch, 288.000. Okay, was machen wir? Es ist Koop, man kriegt immer dasselbe, mehr oder weniger. Karten her. Gimme, your love after me. So, das war's mit der Wohnrollabteilung. Was machen wir gleich? Wir machen weiter. Okay, also, Supi, da freue ich mich jetzt schon drauf. Also, Abo findet ihr hier. Und alles da. Da, Pfoten. Und den Tätowierten findet ihr hier. Und den Nicht-Tätowierten da. In diesem Sinne, tschüss! Ja. So.